Ein herzliches Willkommen zum Tachoskop mit Ella. Wir sind in der Woche 7. bis 13. Dezember 2020 und ich stelle euch die Karten vor, die ich verwende. Ich nehme die Energy Oracle Cards von Sandra and Taylor für die allgemeine Energie der Woche, für die Wochentage das Gilded Tarot Royal von Ciro Marchetti, dann die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, so als allgemeine Energie und euer Krafttier natürlich, beides von Colette Baron Reed. Und zum Klären der Tageskarten habe ich noch das normale Rider-Waite-Tarot, sodass ihr euch dann noch kleinere Informationen da rausholen könnt. Denkt dran, es ist eine allgemeine Legung. Persönliche Legung bitte über die E-Mail, die steht auch unten verlinkt. Ihr könnt euch da die Informationen auch über die Webseite und über persönliche Legung rausholen. Ja, denkt dran, Kanalmitgliedschaft immer einen Tag früher. Und ich hoffe, es wird eine schöne Woche. Ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste und sag bis gleich. So, meine Lieben, erstmal allgemein für alle, so die Wetterlage des Himmels bzw. der Sterne. Wir haben am 7. und 8. relativ neutrale Tage. Wir haben dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Haben wir so ein bisschen die Energie, dass man was tun kann, dass man was umsetzen kann. Ja? Der Mittwoch fängt ein bisschen mit Ruhe an und dann geht es halt bis zum Samstag durch, dass man ruhig mal ein bisschen was für sich tun kann, also auch sportlich und so, Beweglichkeit, Lebensenergie und Begeisterung ist dabei. Am Sonntag haben wir eine Energie, die auch Mittwochvormittag so ist, dass man eben ein bisschen ruhig die Dinge angeht, Wellness-Tage oder ein Wellness-Tag. Aber es kann natürlich auch je nach Umstand dazu führen, dass man sich zu was überreden lässt, was man nicht so gerne möchte. Schauen wir uns an, was wir noch haben. Wir haben einen schweren Winkel zwischen Sonne und Neptun, 9. Und Venus und Pluto, ja, da ist die Leidenschaft drin, aber mit Pluto ist diese Leidenschaft immer manchmal, schon mal ein bisschen übertrieben, also zu viel des Guten, aufpassen damit, ja. Sonne und Mars fördern, dass man sich bewegt, dass man Dinge tut. Wir haben die Sonne im Schützen, wir haben den Mars im Widder, klar, Feuerenergie, ja. Und vom 9. bis 12., da kann man richtig was umsetzen, da kann man was realisieren. Aber man sollte auch am 13., an dem Wellness-Tag aufpassen, mit Merkur-Neptun-Verbindung, dass man da ja nicht so abgehoben ist oder die Dinge nicht so wirklich klar sieht. Also sich nichts andrehen lassen und nach Möglichkeit auch, ich sage jetzt mal beim Bezahlen, wenn man irgendwas unternehmen sollte oder so, aufpassen. Das könnte dann ja mal schief gehen, dass man sich vertut oder was vergisst oder zu viel gibt. Also das sind so die Energien der Tage allgemein. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Sternzeichen. Ein herzliches Willkommen, lieber Skorpion, zur Tagesprobelegung mit Ella für die Woche 7. bis 13. Dezember 2020. Was haben wir für dich in dieser Woche erstmal astrologisch? Wir haben die Venus in deinem Zeichen bis zum 15.12. Das solltest du natürlich schamlos ausnutzen. Ja? Wir haben Jupiter, der dich auch unterstützt, auf jeden Fall noch bis Ende oder ich sag mal fast Ende des Monats. Saturn, ja, kann immer mal wieder Hindernisse in den Weg legen, aber es gilt daran zu wachsen. Und das kannst du, das weiß ich. Bis zum Jahresende haben wir Uranus rückläufig. Und da solltest du deine Schritte immer gut überlegen. Also das gilt auch bis zum Jahresende noch, das werde ich dir bestimmt noch öfter sagen. Das bedeutet, immer die Konsequenzen im Hinterkopf haben, was deine Entscheidungen bewirken können. So, mit Pluto kannst du Berge versetzen, ja, und auch Neptun stärkt dich, ja. Du solltest finanziell gut dastehen und du kannst mit Hilfe von Saturn, Jupiter und Pluto großartige Durchbrüche verzeichnen im ganzen Jahr und jetzt natürlich auch. Ich denke, dass du damit sehr gut fährst. Was haben wir? Ja, Neptun sagt dir auch noch, dass du ab und zu mal entspannen sollst, ja, deiner Kreativität freien Raum lassen solltest und die natürlich auch für dich nutzbar machen solltest.
Ja, wir haben Mars im Widder, das, ja, ich sag mal, berührt dich eigentlich weniger. Wie gesagt, Venus in deinem Zeichen bis 14. Dezember, das sollte jetzt auch finanziell und auch im Liebesleben sich widerspiegeln. Ja? Also alles in trockene Tücher bringen, bevor das Jahr zu Ende ist, wäre so mein Tipp für dich. Und dann haben wir die Sonne natürlich im Schützen. Das ist so ein bisschen, da ist ein bisschen viel los, auch um dich herum, kann ein bisschen stressig werden. Und ab 15. geht auch die Venus in den Schützen und da wird man so ein bisschen übermütig. Du schaffst Ordnung mit Merkur, vor allen Dingen auch zum Ende des Monats hin. Was haben wir noch für dich? Bis zum 15. wirst du verwöhnt mit Venus. Und tolle Termine für dich sind auch der 14., 15. Und geschäftlich, finanziell zwischen dem 12. und 20. Ja? Und ich denke auch, dass dann ja, zum Jahresende die Dinge in trockenen Tüchern sind und du wirklich dir auf die Schulter klopfen kannst. Und das sollst du dann natürlich auch. Schauen wir uns jetzt an, was die Karten für dich haben in dieser Woche. Dann wollen wir mal schauen, was die Woche noch so in sich birgt, was hoffentlich gut ist für dich, lieber Skorpion, was da so an Dingen noch auf dich zukommen kann. Du weißt, das ist eine allgemeine, keine persönliche Legung. Du musst selbst schauen, wie du die Informationen, die du hier bekommst, in deine persönliche Situation integrierst, verwendest und nutzt. Die Entscheidungen liegen immer bei dir, nicht bei den Karten. Die Karten können dir nur als Hilfsmittel zeigen, wo es lang gehen kann. Ja, und du entscheidest, ob du das nutzen möchtest oder nicht. Wir schauen uns an, was von außen kommt in dieser Woche für dich. Wir haben den Magier und den Spiegel. Das bedeutet, auch andere können viel umsetzen momentan. Und mit dem Spiegel denke ich, dass du dir ein paar Dinge da abkupfern kannst. Du kannst beobachten, du kannst vielleicht übernehmen oder du kannst die Weisheit oder das Können anderer dir selber nutzbar machen. Das ist so die Intention, die ich dabei habe. Schauen wir uns mal an, wie du dich siehst in dieser Woche, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, ich werfe noch mal eben einen Blick in die Kamera. Aber das sieht gut aus. Okay, kommen wir zu den Wochentagen. Wenn du meinen Kanal kennst, wirst du wissen, dass die Wochentage, nicht die Wochentage, aber die Energien der Wochentage bei jedem anders stattfinden können. Das heißt, du siehst hier die Legung und musst das jetzt nicht auf einen gezielten Tag festlegen. Wenn dir die Dinge begegnen, wirst du das auf jeden Fall wissen, ganz klar. So, wir schauen natürlich auch, was jetzt für eine Energie du mit hast in dieser Woche, was du im Gepäck hast und was du deinen Mitmenschen so zeigst, wie du auf andere zugehst. Und wir haben die Königin der Stäbe, das ist Feuerenergie, das heißt, du bist leidenschaftlich unterwegs. Das kann mit Venus zu tun haben, durchaus. Es kann aber auch sein, dass du so ein Stück weit dich spiegelst mit Feuerenergie, möglich. Und ja, vielleicht ein paar gute Dinge für dich entdeckst, die du verwenden kannst. Also Feuerenergie ist auf jeden Fall optimistisch, ist ja, offen, kommunikativ, geht auf andere zu und kann Dinge gut erklären, auch aufnehmen und umsetzen. Du kannst das auch als Skorpion. Ich sage jetzt nur mal, was auch so ein paar herausragende Qualitäten dieser Feuerenergie sind. Vielleicht hast du ja auch Feuer in deinem Horoskop. Ja? Wir schauen mal die Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, wie gesagt, diese Reihenfolge muss nicht exakt genauso bei dir stattfinden. Ja? Die Vorwoche ist auch nochmal dabei, hinten dran am Film, weil auch immer diese Energien noch eine Wirkung haben auf diese Woche oder vielleicht auch sich auswirken können noch in dieser Woche, falls es dich interessiert. Sie hängt hinten dran. Schauen wir uns jetzt an, wie du dich in dieser Woche siehst. Wir haben wachsende Fülle. Und das haben wir heute ganz oft. Also einige, ein paar, nicht alle, aber ein paar sehen sich auch in wachsender Fülle. Und wir haben das ja auch astrologisch gehört, dass du
eigentlich zufrieden sein solltest mit dem, was du erreicht hast. Also sollte eigentlich etwas sein, worauf du aufbauen kannst. Das ist sehr schön und dass du das spürst und dafür dankbar bist und das auch für dich wahrnimmst, finde ich großartig. Dein Wunsch in dieser Woche ist Unentschlossenheit. Ja, ich denke mal, es geht darum, dass du eine Entscheidung nicht treffen möchtest, dass du die Dinge auf dich zukommen lassen willst. Das muss nicht schlecht sein. Schauen wir uns jetzt mal an, in Hoffnung und Ängsten, was wir da haben, der Tempelpfad. Und das ist eben die Hoffnung, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du nicht noch suchen musst. Und das ist vielleicht auch das, dass du dich nicht entscheiden willst, sondern dass das für dich sich einfach entwickeln soll. So meine Intention. Gut für dich in dieser Woche ist die Welt, der Neubeginn. Ja? Wir haben ja auch gehört, du sollst Dinge in trockene Tücher bringen, abschließen, ja? Sei es beziehungstechnisch oder auch geschäftlich, dass du eben sozusagen das Jahr mit ja, vollendeten Projekten, wo auch immer diese stattfinden, hinter dir lassen kannst, dass du wirklich neu beginnst. Und ich denke, das ist die Welt, dass du sagst, okay, das habe ich jetzt alles abgeschlossen, wo geht es jetzt weiter? Schauen wir uns den Pfad an, ich lasse mich führen und schau mal, wo es mich hinbringt. Nicht gut für dich in diese Woche, da ist die Tür zum Reichtum. Okay, es kann sein, und das sehe ich jetzt hier, weil wir haben ja Fülle, die ist ja praktisch schon da. Fülle ist nicht nur Geld, es ist auch sich wohlfühlen, sich angekommen, gewertschätzt fühlen. Und das Geld kommt vielleicht etwas später. Ja, du musst ja vor dem Gewinn sozusagen den Einsatz bringen. Und ich denke, das ist das, was du im Dezember noch sozusagen vollendest. Und dann wird sich das wahrscheinlich erst später finanziell niederschlagen. Ausgang ist die Tür zur Spiritualität. Also du hast ein Gespür dafür, ne? So, wo es hingehen soll. Ne? Wie du das umsetzen kannst. Du kannst dir ja, wie gesagt, auch was abkupfern bei anderen. Du kannst andere um Rat fragen. Du bist mit Leidenschaft dabei. Und ich denke auch, kommunikativ und offen mit Merkur im Schützen. Und da ist die Feuerenergie. Ich denke mal, dass du da gute Kontakte hast, mit denen du viel erreichen kannst. Und auch durch deine Sensibilität eben auch, man kann das auch Spiritualität nennen, eben einen guten Riecher hast für Dinge. Ja? Schauen wir mal. Montag, da haben wir König der Kelche. Das ist deine Energie, lieber Skorpion. Und du fühlst dich eben auch wohl. Ich habe das Gefühl, du fühlst dich so richtig, ja, ich habe es geschafft. Ne? Da bin ich und da bleibe ich jetzt auch so. Und soll ja auch so sein, das muss man ja so ein bisschen absichern. Da muss man so ein bisschen gucken, was man noch zu tun hat. Und dann haben wir die Königin der Schwerter. Und da gilt es, Farbe zu bekennen. Ja? Wie sieht's aus? Was ist machbar? Also Realismus. Da ist das Gefühl, dieses wohlige Gefühl, ich bin da, wo ich bin, richtig. Und jetzt machen wir das noch mit Verträgen, mit Unterschriften. Wir sorgen dafür, dass die Dinge auch schriftlich fixiert werden, sodass das Ganze wirklich abgesichert ist. Und das ist etwas, wo du dir überlegst, ja, wie machen wir das? Ne? Das ist Klarheit. Und du sprichst die Dinge an. Du hast die Kommunikation also auch positiv, deswegen ist das, denke ich, kein Problem. Da haben wir das Ass der Schwerter. Das heißt, alte Zöpfe werden abgeschnitten, wir sorgen für die Wahrheit. Wo sind wir, wo stehen wir, was machen wir? Ja? Und du lässt dich ein Stück weit führen. Ich glaube nicht, dass du hundertprozentig weißt, wo es lang gehen soll, nur so die Richtung. Ja? Aber du wirst dir klar darüber in dieser Woche. Donnerstag haben wir den König der Schwerter. Das ist, glaube ich, jemand, der dir dabei hilft, dich unterstützt. Vielleicht ist es auch ein Vorgesetzter, ein Chef, ein älterer Herr oder eine ältere Dame. Das ist jetzt hier bei der Allgemeinlegung nicht vom Geschlecht spezifisch abzusehen. Es gilt einfach, da vielleicht auch zu schauen, was passt für mich, was will ich und was geht. Ja? Also mit jemandem, der dir da helfen kann. Das finde ich sehr schön. Freitag haben wir die zwei der Münzen. Abwägen. Der Neubeginn, finanziell noch nicht, aber vielleicht später. Ja? Gucken, überlegen. Erdenergie ist auch immer langsam. Du musst das nicht auch übers Knie brechen. Und wir haben den Magier. Und damit förderst du erstmal die Fülle in Sachen Finanzen und auch die Fülle in Spiritualität. Du lässt dich auf das Spiel ein, die Dinge auch auf dich wirken zu lassen, nicht direkt zu entscheiden und Knall auf Fall hier, sondern du hast hier König und Königin der Schwerter. Du suchst nach den Impulsen, nach den
realistischen Dingen wie Verträge oder auch Papiere, Informationen, um das umzusetzen und zu sichern. Ich denke, es geht um Absicherung. Und hier haben wir die 9 der Münzen. Da bist du schon fast am Ziel. Und das bedeutet auch, dass du schon viel erarbeitet, viel geleistet hast. Natürlich, sonst wärst du ja nicht in dieser Fülle und würdest dich gar nicht so behaglich und wohlfühlen. Wir schauen uns das mal mit dem 3. Kartendeck an. So, wachsende Fülle. Da sind 7 der Kelche und da ist der Wagen. Das ist natürlich schwierig, wenn du jetzt nicht so genau weißt, wo du hin willst oder noch nicht so klar siehst. 7 der Kelche ist ja auch Verwirrung, ja, oder auch Illusion kann es sein, aber der Wagen ist ja die Zügel in die Hand nehmen und das Gefährt steuern. Krebsenergie, Skorpionenergie. Und ich denke, da versuchst du eben nicht nur nach Gefühl, sondern auch nach Intellekt zu handeln. So, Unentschlossenheit, der Wunsch, Ass der Stäbe und der Turm. Ja, da wo deine Leidenschaft wirklich da ist. Das ist die Entscheidung und dann fällt auch die Unentschlossenheit weg. Ja? Wenn du unentschlossen bleibst, kannst du natürlich nicht deiner Leidenschaft folgen. Aber ich denke, wenn du sozusagen aus dem Gespür, aus der Spiritualität heraus weißt, da schlägt mein Herz, das will ich machen, dann bist du auf der richtigen Fährte. Der Tempelpfad, da ist das Ass der Münzen und da ist der König der Schwerter, die Leitfigur, die dich so ein bisschen dahin bringt, wo du hin möchtest. Und vielleicht dir auch Möglichkeiten zeigt, aufzeigt, wo du überhaupt hin kannst. Vielleicht sind dir ja ein paar Möglichkeiten gar nicht bewusst. Ja, und deswegen ist es gut, darüber zu sprechen mit Leuten, die Ahnung haben. Deswegen der Magier und der Spiegel. Ja, du spiegelst dich sozusagen in seiner Karriere oder in ihrer, ne, und kannst davon profitieren. So, die Welt. Gemach, Gemach, 6 der Schwerter und genau überlegen, wo es hingehen soll. Wie gesagt, ich denke, das Wichtigste ist, dass du mit dem, was du tust, glücklich bist und glücklich bleibst, auch auf längere Sicht. Die Tür zum, ja, ich sag mal, finanziellen Überfluss. Ja, 10 der Stäbe, das ist nicht einfach, aber mit Optimismus schaffst du das. Da liegt noch ein Stück Arbeit vor dir. Und ich denke, es gilt eben auch, das in trockene Tücher zu bringen. Und das ist Papierkram und langweilig und überhaupt, aber es ist relevant und wichtig. Tür zur Spiritualität, Ritter der Kelche und die 3 der Schwerter. Ja, die Tür zur Spiritualität führt immer über Verletzungen. Einfach aus dem Grund, weil man sich vorher darüber keine Gedanken macht. Wenn es einem gut geht und alles super ist, warum soll man sich über Spiritualität Gedanken machen? Die Realität ist besser als jeder Traum. Aber Spiritualität wächst ja aus den Dingen, die man erlebt hat. Und das müssen keine schweren Leiden sein, es müssen einfach Erfahrungen sein. Und die kann man sich natürlich auch in Zukunft ein Stück weit ersparen, wenn man daraus lernt. Und das ist auch unter anderem Spiritualität. So, das Rad des Schicksals und der König der Kelche nochmal. Du strickst an deinem Glück selbst mit. Du erschaffst mit dem Magier unter anderem auch deine Zukunft, dein Glück selbst. Königin der Schwerter, König der Stäbe und die 2 der Schwerter. Man ist vorsichtig. Also auch mit den Leidenschaften, da ist wieder die Leidenschaft drin mit dem König der Stäbe, kann aber auch eine Person sein natürlich, dass man eben erstmal eine Kontinuität sucht. Ja? Ich meine, man kann sehr schnell leidenschaftlich in etwas involviert sein. Das kann eine Liebesbeziehung sein, das kann ein Job sein und das verflacht nach einer Weile. Und man sucht ja etwas, was langfristig auch die Begeisterung aufrechterhält. Und das gilt es zu finden. Da ist die Welt. Und da ist die 5 der Münzen. Das ist der Rückzug erstmal von dem Ganzen, was drumherum ist. Ja? Und dass man erstmal für sich alleine klar wird, wo will ich eigentlich hin. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Und dann haben wir den König der Schwerter, 7 der Stäbe und den Stern. Ja, die Erfahrungen haben dich gelehrt, vorsichtig zu sein. Du hast die Rüstung an, 7 der Stäbe. Der König der Schwerter ist jemand, der weiß, wo es lang geht und du musst dich natürlich, um zu lernen, ein Stück weit öffnen und dabei heilst du auch noch. Dabei werden deine Wunden geheilt und das ist auch gut so. Aber das geht langsam, das geht nicht von heute auf morgen. 2 der Münzen, König der Münzen und der Mond. Dabei werden auch unbewusste Handlungsstränge
also werden an die Öffentlichkeit kommen, also nach oben kommen, ja. Auch, ich sag mal, schlechte Eigenschaften von dir, lieber Skorpion, die sich vielleicht aufgrund von Kränkungen oder schlechten Erfahrungen eingebürgert haben bei dir, ja. Also das kommt alles ein Stück weit ans Licht, aber das gilt es ja auch dann damit zu bearbeiten und zu heilen. Der Magier, die Herrscherin und der Magier nochmal. Also du manifestierst Fruchtbarkeit. Deine Dinge, die du jetzt in die Tat umsetzt, wo du dir Unterstützung holst, wo du Verträge unterschreibst, wo du, sagen wir mal, die Dinge wirklich zum Abschluss bringst, im Sinne von, wir haben alle unterschrieben, das Ding ist wirklich abgeschlossen. Also der Vertrag steht oder das, was ich vorhabe, ist, ja, ist so. Ne? Das ist mit allen Beteiligten so eingestielt. Und damit manifestierst du natürlich deine Zukunft. Da haben wir kleine Schritte und da haben wir die Königin der Münzen. Vom kleinen Arbeiter zum Manager zum Beispiel. Ne? Ist jetzt so. Es ist einfach ein Stück weit das, was du dir erarbeitet hast und ein Stück weit das, was du auch gelernt hast auf diesem Weg. Was dich weitergebracht hat, was dich hat über deine Enttäuschungen, ja, was sich darüber hinausgebracht hat, ja. Wir schauen mal, wir haben die Karte Warum als Orakelkarte für dich. Die Nummer 31. Die Nummer 31. 28, da wollen wir nicht hin. 31, warum? Die Grundbedeutung, die Beweggründe hinter den Zielsetzungen, die Macht des Wissens um das Warum. Die Botschaft lautet, eine große Kraft liegt jetzt darin, deine Beweggründe zu kennen. Das Orakel fordert dich auf, dir im Klaren darüber zu sein, warum du eine bestimmte Frage stellst, nach einer bestimmten Antwort suchst, dich in einer bestimmten Weise verhältst und vor allem eine bestimmte Wahl triffst. Dein Warum zu kennen ist der Schlüssel zur Erfüllung deiner Wünsche. Bist du dir über deine Motive im Klaren, werden deine Vorsätze zu Magneten für Wunder. Es sind deine Beweggründe, die über das Wesen deiner Erfahrung bestimmen. Denke also über die Ursachen nach, spüre in sie hinein, bevor du handelst. Dieses unsichtbare Warum ist die im Samen verborgene Lebenskraft, das Potenzial für seine Entfaltung und Entwicklung. Also auch wieder der Hinweis darauf, sei dir über die Konsequenzen deines Handelns bewusst. Das klingt wie eine Drohung, ist aber so gemeint, dass du immer ein Stück weit vorausdenken sollst. Wenn ich jetzt dieses tue, dann passiert das irgendwann oder in naher Zukunft. Ja? Es ist nichts Negatives. Man sollte halt einfach nur wissen, was darauf folgen wird, ja? Damit man sich darauf einrichten kann, frühzeitig. Ja? Dein Krafttier ist die Ameise. Zeit, um zusammenzuarbeiten. Teamwork ist angesagt. Schön. Die Nummer 2. So, die Ameise. Dein Krafttier möchte dir Folgendes sagen. Wenn dir der Geist der Ameise einen Besuch abstattet, ist es Zeit, die Vorzüge partnerschaftlicher Zusammenarbeit in einer Gemeinschaft oder deinem Stamm zu würdigen. Er erinnert dich daran, dass du, um deinen Traum zu verwirklichen, mit anderen zusammenarbeiten, Hilfe annehmen und in deine wichtigste Partnerschaft, derjenige mit dem Allgeist, vertrauen musst. Du wirst dein Ziel erreichen, wenn du aufmerksam bleibst und deiner Aufgabe treu, zusammen mit anderen Menschen und dem Allgeist deine Wirklichkeit mitzuerschaffen. Denke daran, dass dich die Welt leicht von deinem Weg abbringen kann, wenn du nicht irgendeiner Art von Übung oder Disziplin wie der Meditation folgst, um nicht die Richtung zu verlieren, während du an deinem Lebenstraum baust. Dabei ist es gut, Gleichgesinnte und Verbündete um sich zu haben, denn es ist unwahrscheinlich, dass alle zur selben Zeit unachtsam sind. Die zweite Botschaft des Ameisengeistes lautet, dass die Zeit jetzt günstig für dich ist, um Hilfe zu erbitten und anzunehmen, sei es um ein Team aufzustellen, um eine neue Gemeinschaft zu finden oder Unterstützung von dir wohlgesinnten Menschen zu erhalten. Alles wirkt jetzt zusammen, um dir beizustehen. Großartig. Sie helfen alle mit, sie wollen alle, dass du das schaffst und König, Königin der Schwerter und so weiter. Da sind einige, die, denke ich, in deinem Team mitspielen und dir gute Dienste leisten und von denen du lernen kannst oder mit denen du zusammen viel erreichen kannst. Nutze diese Gelegenheit, ja, sie bietet sich dir und ich denke, dass du da sehr viel auch für das nächste Jahr sozusagen schon im Vorfeld einspielen kannst, was wichtig für dich ist. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, lieber Skorpion. Du kannst ja gern berichten, wie sich das für dich in der Realität zeigt. Ich hoffe, dass da möglichst viele von profitieren und wenn es dir geholfen
geholfen hat, lass gern ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und freue mich auf die nächste Woche. Bis dann!